So, die Wanne. Wir haben Wasser. Sehr elegant rausgeplatscht. Wir haben Zement. Jetzt ist der Sack auf einmal wieder so winzig, weißt du? Und wir packen uns einen Eimer Zement auf den Buckel. Wofür brauche ich jetzt eigentlich Zement? Hier brauche ich das Silikon, um irgendwas zu machen. Kann ich den Zement da reinschütten? Nein. Wofür brauche ich Zement? Und Gips in Sekunden hier. Kein Gips, das ist ja Zement. Wofür brauche ich Zement? Wofür? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Was muss ich jetzt noch tun? Ach, doch hoch kann ich noch. Kann ich jetzt. Zement, was ist. Was mache ich denn jetzt mit Zement? Ich habe keine Ahnung. Hier. Hier. Fehlen noch drei Sterne. Was mache ich denn jetzt mit Zement? Die Flasche habe ich immer noch. Kann ich mir da nochmal. Moment, kann ich mir da nochmal Wasser holen? Nein, kann ich nicht. Ich habe jetzt noch eine. Hä? Hier komme ich auch noch nicht weiter. Ja, brauche ich einen Korkenzieher? Habe ich nicht. Ich habe Dinge in meinem Inventar, die weiß ich nicht. Hier fehlt ja der Magnet. Hier will er ja unbedingt mit einem Magneten rein. Habe ich auch nicht. Vielleicht kannst du mit dem Ding. Nein, natürlich nicht. In die Ecke kann ich ja immer noch nicht, weil es ja immer noch so nebelig ist. Und ich sehe ja nichts, wenn es so nebelig ist, weil ich ja blind bin. Oh, ich bin, glaube ich, der blindeste Mensch der Welt. Hier, pack da mal Zement rein. Geh weg, Fliege. Geh doch wen anders belästigen. Na, ja, lass mich in Ruhe. Was kann man denn oben noch machen? Da das Bild, hier ist die Notiz, warum das immer noch glitzert, weiß ich gar nicht. Kann ich? Natürlich nicht. Das ist auch noch der Schütze. Ah, nee, die Waage. Damit geht's auch nicht. Da kann ich mit der Zange, mit dem Zement. Was soll ich denn jetzt machen? Ich fühle mich aufgeschmissen. Weiß nicht. Der Garage kann ich auch nichts mehr machen. Kann ich hier irgendwas hier? Zement. Dings. Also, sorry, aber ich hole mir jetzt mal einen Tipp. Nimm die Kohle mit der Zange aus dem Kamin. Kamin? Ach Gott, den habe ich doch total vergessen. Ach Gott. Okay. Ich habe den nicht mal aufleuchten sehen. Ganz ehrlich. Jetzt habe ich Kohle und kann ich jetzt das Glas damit aufschneiden oder was? Ganz ehrlich, wenn das jetzt funktioniert, fresse ich einen Besen. Hier. Kann ich. Ach nee, warte mal, Feuer. Einmal den Phönix verbrennen. Mein Gott, der arme Vogel. Und der Vogel beinhaltet natürlich die Pinzette, mit der wir jetzt wieder nach draußen rennen, in den klatschnassen Regen und das Ding daraus püddeln. Das ist ein Kugelschreiber. Aber hier hieß es ja perfekt mit einem Stift. Aber machen wir mal einen Dreh. Und wir bekommen die Stiftmine. Damit soll ich jetzt was machen?
Soll ich jetzt hier Autogrammstunde geben? Ach, natürlich. Ist klar. Ich sag nichts mehr. Es wird mir zu unlogisch. Nein, 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 es wird mir zu unlogisch. Hab ich keine Lust mehr zu. So, hier, nimm dir Silikon. Klatsch darin. In der Wanne kann ich Silikon für die Stadt wischen. Ich muss etwas Silikon finden. Hab ich doch. Da ist doch Silikon drin. Ach so, warte mal. Aha. Juhu. Ich habe zwei Statuen. Ich habe gecheatet. Ah, jetzt könnte ich ja rein theoretisch den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Ist ja nichts Neues hier. Wann das jetzt rum, ne? Hier und dann da. Und dann einmal und. Ach so, na, ich bin so dumm. Man merkt, dass mich dieses Spiel langsam verblödet und an meine Grenzen des Denkens bringt. Ich habe natürlich vergessen, das zu trocknen. Ich hält. Rein theoretisch müsste ich das jetzt so zack. Aber das nicht gibt's in der Sekunde. Ach so, hier. Aha. Ach so. Ich sollte zuerst den Timer einstellen. Was willst du denn? 10? Ach so, mehr geht nicht. Pling. Tür auf. Dankeschön. Heißt wie Scheiße, wir packen es trotzdem an, weil wir geil sind. Jetzt rennen wir nochmal zurück, weil ich gerade so blöd war und nicht nachgedacht habe. Yeah. Ding dabei ein geiles Lied. So, jetzt aber. Stell den Kack da drauf. Lasse den Prinzen, die Prinzessin und den König mit zwei Körben herunter. Der auf Unterschied zwischen den zwei Körben darf nicht größer als 15. Hielt's oder was? Hä? Was? Ach so. Sag das doch. Ach so, der Unterschied darf nicht größer wie 15 Kilo sein. Natürlich geht das mit der Kugel nicht. Aber der, wie wiegt denn der Typ? Rechne jetzt nicht runter. So, jetzt muss ich den rein theoretisch, damit ich sie runterkriege. So, und das ist das letzte Pferd. Nein, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ah.
Setzen die Pferde so auf das Spielbrett, dass jedes Quadrat eingefährt. Was? Jetzt komm her. Ätzend. Was sind das jetzt hier? Ich habe 2, 4, 6, 18, 12 Pferdchen, ja? Und viel zu viele Felder. Mit in die Ecken setzen bringt mir das wahrscheinlich auch nicht sehr viel Erfolg. So. Aber das ist der Mittelteil ausgefüllt. Ich habe aber jetzt nur 4 Pferdchen und das reicht vorne und hinten nicht. Wie soll man das denn setzen, bitteschön? So, ich versuche das mal so. Ich versuche das mal in Taktik. Das hat nichts mit Taktik zu tun, das hat einfach wie blöd ist das bitte zu tun. So hätte man das und so das, das sind immer noch alle. Das oben sieht eigentlich schon ziemlich gut aus, aber das ist auch noch nicht richtig. Ich glaube, das ist ein Spiel, auf dem ich definitiv wieder den Lösen-Button drücken werden muss, um hier nicht Jahre zu sitzen. Problem sind eigentlich immer nur die Ecken, wenn man die einfach nicht so gefüllt bekommt, wie man es gerne hätte. Ich kürze das Ganze einfach ab. Wäre kein Schwein jemals drauf gekommen, ganz ehrlich. Das ist doch bescheuert. So, wir haben noch zwei Dinger. So, wo war das denn? Hier lang? Hier lang, durch das Fenster und hoch. Das heißt, mir fehlt aber immer noch eins. Welches fehlt mir denn da jetzt überhaupt? So, was habe ich denn jetzt überhaupt? Eine Flasche, eine Hacke, eine Gartenschere und Batterien. Ja. Steht mal wieder am Anfang der Geschichte. Würde ich dann behaupten. Weil viel kann ich mit den Objekten nicht anfangen. Besser gesagt, gar nichts. Überhaupt gar nichts.